Irgendwie fühle ich mich voll verarscht vom Spiel. Ich meine, guck dir das mal an. Kapitel 13 müssen gegen drei feindliche Armeen antreten. Hoshido mit Ryoma an der Spitze, Noor mit Zen an der Spitze und noch Valla mit irgendwelchen crazy Typen an der Spitze. Also klar, es sind nur 5 Stück dort, aber trotzdem. Warum, fragt man sich da? Naja, willkommen zurück hier. Ich bin gerade am überlegen, wie ich hier das am besten angehe mit unserer ganzen Flotte. Was man fast schon so sagen kann. In echt jetzt, ja. Sag mal sagen, Kane geht mal darüber. Wenn ich mehr Platz habe. Dann lege ich das Teil mal hier ab. Genau. Warum? Jetzt kann der zu noch angreifen. Oh, schade, nicht. Wo genau so ist denn sollen? Na, scheiß drauf. Kann angreifen da mit Langspeer. War es aber auch schon. Weil der Rest kann irgendwie gar nichts machen. Natürlich können sie jetzt unten herum. Also, dass da ein Hindu oder so mitnimmt, das aber auch, wa? Hier bringt es mir nichts. Ich überlege gerade echt, ob ich mal allen geflügelten Einheiten, zum Beispiel auch Camilla und so weiter, natürlich auch Tsubaki mal sagen soll, jo, nimm mal alles da mit und so weiter, leg sie überall mal ab. Weil die können natürlich das eigentlich noch sehr gut, denke ich mal. So, jetzt haben wir natürlich den, der kommt zwar nicht so weit. Stahlschwer kommt der. Werde ich mal begrüßen. Alter, ich sehe kaum was da. Ist gerade ein bisschen doof. Du kannst ja auch nehmen, wa? Ja, nimmst du es mal. Weil es schränkt seine Bewegung ja nicht ein. Was man doch noch ziemlich geil finde. Ja, so ein bisschen doof. Die sind hier gerade alle irgendwie auf einem Platz drauf. So, weg dich mal. Wenn Camille rechts durchgeht, würde man sagen, geht Hayato links durch. Oder wohl eher in die Mitte. Ja, Mitte ist auch gut. Ich hätte lieber Takumi hier. So. Relativ viel Damage, mein Geschmack. Naja, also Fazit ist, der Trick funktioniert theoretisch, in der Praxis besteht noch ein bisschen Potenzial. So. Ochsengarde hinter auf der Magie, ist klar, da kann man da möglichen angreifen. Soll ich es mal riskieren? Und zwar relativ wenig Resistenz. Wo ist ein Kasura? Das bringt nicht viel, wenn ich die dann irgendwie einsetze. Obwohl, greift sowieso nur einer an. Camilla hat echt mehr Resistenz? Ja, schön. Dann lockst du ihn mal an, Camilla. Ich denke, die beiden Sachen können ihr gut mal alleine machen. Das sind sie wiederum für Camilla zu mitnehmen. Genau, können wir da mal trennen, gehen mal alleine vorwärts. Das ist halt die Frage hier oben, ich muss ja den Boss hier besiegen, wa? Senderplan machen oder Ryoma plus sind aber eigentlich keinen Bock drauf. Ja, ich weiß nicht, so erfahren. Nüt. Ich glaube, der kaum an. Okay. Das ist eine gute Frage, wa? Dürfen die beiden überhaupt besiegen? Weil im Prinzip, wenn ich sie natürlich angreife, ist das ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir ihre Feinde sind. Logischerweise. Also würde ich sogar sagen, nö, wir lassen sie in Ruhe. Auch wieder. Hat er wieder einen Eisenspeer und so weiter. Aber nicht viel Verteidigung, stimmt schon. So, was haben wir hier noch Schönes? Ich würde sagen, richtig schön platt machen. Ja, mir fehlt trotzdem einer mit ein bisschen mehr Verteidigung. Ich meine, 14, es ist ein bisschen wenig. Weil wir haben sowieso alle ein bisschen wenig. Insofern, ja, die Angreifung bringt dann nicht viel. Dann kommen die direkt mit. Ja, jetzt tut das sowieso. Hm.
Ich sehe mal kurz hier in Sicherheit. Ich komme natürlich mit ihr trotzdem noch nicht hoch. Na, ist egal. Dann muss ich mit dir hier heilen. Das ist noch das Hindernis, okay. Thank you very much. Ein unnötiges Level up. Zumindest aktuell. Jo. Der kommt normalerweise auch. Vorsichtigerweise hier aufstellen. Was habe ich Zug 3, war? Ich müsste echt mal nicht irgendwie einen hier hinstellen. Ich habe keinen vier Verteidigungen. Das ist das Problem momentan. Man kann keine Panzerbrecher, Tschüssikowski. Und die schlagen ziemlich hart zurück. Also, finishen, okay, wird gehen, aber so, nö. Ja, wir haben ein ähnliches Problem. Ich hau zwar drauf irgendwie so ein mega meistermäßig, aber. Magie ist natürlich immer gut, aber nur wenn ich treffe. Mensch, Hayato, ey. Du stellst momentan für ein kleines Problem. Ich stelle mir einfach einmal alle auf, so wie ich mir das irgendwie denke. Vielleicht Selena doch lieber darüber, weil. Ah, nee, doch, Panzerbrecher. Nee, ich lass hier. Der Panzerbrecher ist doch geil und den brauche ich halt. Ja, Frage ist bloß, was mache ich jetzt mit ihr? 1, 2, 3, 4, 5, okay. Schon seltsam, der kann 4 Schritte gehen, der kann irgendwie gar nichts. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, jo, ich hau ab, tschüss. Erstmal kurz heilen. I'm so ready for this. Kita natürlich auch noch. Eigentlich gar nicht mal so schlechte Werte. Oh ja. Das gefällt mir. Also der greift ja keinen an. Okay. Der kommt, wird sie angreifen. Der vermutlich auch. Das sind zwei stärkere Angriffe. Mega gerade. 14. 18 plus Stahllanze. Gibt schon mal 28, gibt schon mal 14 Damage, was sie kriegt. 12, 23. Ja. Nochmal 9 war rein rechnerisch gesehen. Sie müsste es zwar überleben und dann die ganzen. Hm, was denkt ihr, Freunde? No risk, no fun? Oder lieber, sicher ist sicher. Man hinkommt sowieso wieder, aber schon mal ein bisschen schwach, wenn ich steche. Mann, wieso hat er keine Verteidigung gegeben? Kitten! Ein bisschen schon eine schwächere Verteidigung, er hat eigentlich schon ein bisschen mehr. Ich habe natürlich mehr Speed. Ich würde sogar den Typen hier doppeln, den natürlich nicht, das ist klar. Na komm, ich riskier's. Scheiß drauf. Wenn ich falsch liege, ist meine eigene Schuld, ist halt der Buro futsch, dann, ja. Muss ich es halt ausbaden, nicht wahr? So. Das braucht man hier. Jetzt wird's spannend. Lustigerweise trotzdem 16 ab, das ist schon relativ viel. Die Verteidigung ist irgendwie so, Bogo hat schon geile Fähigkeiten. Ich erinnere mich, das war schon damals so bei Vermächtnis, dass sie halt anfangs schon noch ein bisschen schwächlich war. Also schwächlich, her. Jo Mann, Ochsengeist gegen Döner! Der macht Camilla nur umso schöner! Vollen Schild. So, irgendwie bin ich leicht sauer.
18 Damage ist schon grandios viel, muss man aber zugeben. Ach du Scheiße, wieder irgendwie gar nicht trifft richtig, wa? Ja, wir haben ja Probleme. Es ist keine interessante Entwicklung. Das sind ja alles aufgestellt, dass ich hier überhaupt nichts machen kann. Man hat gerade Takumi, kann vielleicht noch was ausrichten. Mit dem komme ich schon klar, aber gegen Ochsengeist-Typen, dann machen wir gerade ein paar Kopf zu brechen. Ich greife einmal an. Er kontert, das wird geblockt von mir wegen dem Schild. Greif nochmal an, ist er down. Okay. Problem ist der andere Typ. Warum? Weil der scheiße ist. Ja, ich mach's mit dem Drachenstein. In ein bisschen, er kann 6 Fehler latschen. Ach du Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 greift hier und hier und überall irgendwie an. Ach ne, nur eins, gut. Starker Tanner-mäßig halt, ja, es kommen langsam die fetteren Brocken. Deswegen sage ich mal tschüss. Das war knapp. Auch schon von der Seite. Ja, ich habe auch schon überlegt, irgendwie da was aufzustellen hier, aber ich muss die Tür nochmal platt machen. Ne? Bringt ja nichts, wenn da irgendwie sage, jo, ich habe Angst, tschüss. Nö, mach mal platt, so. Das hat hier sehr gut abgefangen. Das bin natürlich sehr stolz auf euch. Aber erstmal, heilen! Ich weiß, das tust du. So, wir haben Zug 4, das ist eine gerade Zahl, muss ich mal gucken. Mit ungerader Zahl, das heißt Kate natürlich, Entschuldigung. Müsste ich einmal angreifen, ich kann vielleicht den hier platt machen. Weil, was hat er noch? Es ist dann der Typ, der kommt noch nicht so weit. Der hat noch einen langen Speer, okay. Hm. Wenn wir mit der Suche nochmal gehen, ja gut, dann. Dann geht's ja ein bisschen auf. Alter, wie krass plötzlich ist die Mission geworden. Ich dachte ursprünglich, ja, die Map ist ziemlich klein, da bin ich in ein, zwei Parts durch. Auf dem Weg, nee. Mach mir ein bisschen mehr Kopf zu brennen, als ich dachte. So, der war eigentlich weg. Was macht eigentlich er für den Schaden? Alter, scheiß die Wand voll. Gut zu wissen. Oh, länger Speer wohl länger. Ah, nee, passt schon. Ein Wolf. Das soll ein Wolf sein? Ja, eine seltsame Auffassung von einem Wolf. Eine Auffassung von einem Wolf. Alter, Caden, ey. Kyuubi-Style. Nee, eigentlich momentan eher One-Tail-Style. Okay, der käme mit all möglichen Waffen dahin. Was soll er machen? Der hat 15 Stärke, die Waffen sind Witz, 21. Das reicht bei keinem, wissen will nicht. Nehmen den dahin schicken will ich eigentlich auch ungern, weil dann kommen sich alle angerannt. Ja, locken mal an, wa? So. Der kommt auch mal hier hin, da ist noch relativ safe. Singen kann nie schaden. Ich brauche langsam ein bisschen Glück, wa? Dudu. Du.
Da oben ist ein Trottel. Ja, es ist ja Caden. Er hat eine Resistenzverteidigung. Ja, Entschuldigung, mein Fehler. So, blocken wir ab. Ich schlag gleich mal zurück. Also, wir schlagen es zurück, macht der Camilla. So. Jetzt bin ich erst recht im Arsch. Mal gucken. Also, sonst würde ich gerne mal Selena hier geben. Jetzt mal gucken, war da ist ein Schwermeister. Die sind ziemlich scheiße. Wow. Na gut, doppelt. Mhm. Macht zwar ziemlich viel Schaden, das sehe ich auch. Das ist nicht das Problem. Ich wundere mich eher ein bisschen, dass er trotzdem noch so viel reinhaut. Hm. Er kann halt kritten. Kritten ist scheiße. Treff kaum mit irgendwas, da ist noch scheißiger. Was haben wir für Zug 5, wa? Zug 5, ungerade Zahl. Mhm. Oboro würde doch noch relativ guten Damage machen. Also, darf man nicht unterschätzen, die gute. Ja, ich weiß, er greift. Was? Der greift zweimal an mit Nerven Speed drauf. Ja gut, 24, okay, ich sage nichts mehr. So, Kumpel, das sieht doch schon mal geil aus. Natürlich nur, du triffst, also treffen ist ja Pflicht. Dankeschön. Oh, Waffenmeister sind echt scheiße zum Zeitpunkt. Gut, sehr gut. Und jetzt dummerweise keinen Support mehr. Ah, Takumi natürlich, unser Meisterschütze, wa? Etwas besser jeder Meister Popper. Ich muss ja mal aufpassen. Man sieht das so wenig. Scheiß die Wand voll. Okay, doch, müsste aber klappen, wa? Ah, kein Bock mehr, tschüss. Hayato, Kombi mit ihm? Ein bisschen mehr Magic plus Geschwindigkeit, das finde ich geil. So. Kann mitarbeiten. Das ist eine Scheißzahl, ey. Ich will nur mal im Nachteil bin, das ist so. Problem ist, ich muss kritten, sonst bin ich recht am Arsch. 20 und dann kritte bin ich auch weg. Da können sie auch nichts machen gegen so einen Typen. Dann können sie mal den hier weghauen. Alter, was ist denn eine Power mit dieser scheiß Stahlkeule? Ja, man sieht das Problem, was wir gerade aktuell haben. Okay, 75 plus 74 von Keaton. Wäre zumindest noch mal ein bisschen geschwächt, versteht ihr? Ja, es bringt alles ein bisschen was. Ich muss jetzt irgendwann zu wenig. Okay, jetzt wollte ich eigentlich echt Oboro noch mal eins reinzuwirken. Stahlschulden wird bei dir reichen, Case. Wo gerade Keaton sagen. Okay, das ist schon mal besser. Greifen beide an, ihr müsst weg sein. Entweder auf den Käse oder auf den Keaton. Ja, Mann, Level 15! Was? Ninja hat gerade den meisten Ninja rausgehauen. Interessante Entwicklung. Das siehst du auch selten. So. Ich weiß, ich habe den Typen hier unten. Ich kann noch mit Asura was machen. Ne? Das ist nicht das Problem. Warum sie doch hier zu wenig Schaden machen? Leck mich am Arsch! Warum zum Henker? So, sorry Kumpel, ich will mein Level up haben, wir noch entwickeln. Du musst weg! I'm very sorry!
well. That will well. Level 20! Naja, ein bisschen mehr Verteidigung wäre ganz nett gewesen. Ich hab's befürchtet, hey. Alter, deine Power, komm nicht vorbei! Sieh dir hin, du bist momentan noch ein bisschen schwächer, kann das sein? Na gut, nur Level 10, trotzdem. Man muss auch zuerst mal treffen. Ja, wir können es uns leisten, come on. Und Keaton kann sogar noch kriegen, wenn er will, Bock drauf hat. Ey, wenn der andere mit 1% kriegt. Danke, Keaton! Du hast es gut bei mir. Ah, können wir ein bisschen durchatmen, na Gott sei Dank. Ich habe gerade die super Werte. Oh, das hat ja du ausgerüstet. Oh, bin ich ein Volltrottel. Ups. Komm mal vorbei. Scheiße. Problem hier. Aber nicht Krieg, der wäre trotzdem nicht weg. Stahlnagelnaht, dann kommen dann Waffen noch. Na gut. Was haben wir hier? 22 Geschwindigkeit. Der wird nie. Ja, Kritten vielleicht, der ist immer ein Waffenmeister. Ein Krit könnte noch passieren, wenn ich Pech habe. Na, das heißt, was passiert schon im schlimmsten Fall? Ich muss noch von vorne anfangen, naja. Wäre zwar scheiße, aber ließ sich auch nicht ändern. Macht immer noch zu wenig Damage, der Gute. Ihn ja hinstellen, klar, ich komme gegen Langspeer an. Ach, ist er. Na gut, ich kann natürlich heilen. Hm? Na, kommt der andere Typ mit dem langen Bogen an. Das wäre irgendwie auch doof. Na komm, bringst du zu Ende. Genau, so der Pajo zu Ende ist. Und ich habe eigentlich nichts gemacht, als mich hier zu verteidigen. Aber hey, es hat geklappt. Zumindest bisher. Was mache ich jetzt gegen die hier? Stahlbogen, das da. Okay, dann nochmal hier mitnehmen. Natürlich hier oben noch ein paar Typen. Perry und so weiter. Aber vielleicht gar nicht die. Wobei, ich muss ja da durch. Wo soll er sonst irgendwo hingehen? Ja, ins Meerling geht ja nicht. Rüber fliegen wir auch doof. Die Drachenader hier nutzen. Aber wie? So, und will er vorbeifliegen, man kann nur Camilla nutzen. Weil die greifen nicht an, dann kommt natürlich der meisten Ninja. Ach du Scheiße. Ich muss auch gehen da drüben, weil hier ist ein bisschen doof. Ja, Perry Laszlo, die kommen hier direkt und ich will die beiden ungern killen. Eben, weil ich nicht genau weiß, was das für Einfluss auf Sender, weil sie eigentlich, ja, Sender sind untergeben, ne? Das wäre schon recht dämlich von mir, die Platz zu machen. Gehe ich mal vorsichtig hier durch. Bei ihr mache ich es etwa ähnlich. Das ist ein ja, besser als nichts, war. I always count on you. Yeah, man. Der greift einer wohl, dass er doof ist. 93% daneben, das ist auch selten. So, jetzt reißt es mir aber. Meilersiegel verwenden? Natürlich. Ja, Frage. Adliger Noor. Mitglied der Königsfamilie Noors. Nutzt Schwerter, Bücher und Drachensteine. Bücher zu nutzen als Erwachsener wäre schon mal episch. Muss man zugeben. Magie wäre noch höher. Plus Geschwindigkeit. Mhm. Hier habe ich halt Spaß, Königsfamilie Hoshido. Ja, nutzt Katana, Routen, Drachensteine. Ich will vor allem wissen, was Yato, weil muss ich auch irgendwie trainieren. Wenn plötzlich das Yato schwach ist und der Drachenstein super stark, bringt es mir auch relativ wenig. Ich wäre hier ein bisschen schneller, damit ein bisschen mehr Defense, hier ein bisschen beides, auch Resistenz noch. Ich glaube, ich mache wieder Adliger Hoshido, weil Sterben nutzt es immer gut. Zum Not vom Ernst, versteht ihr?
Bücher nutzen wäre natürlich eigentlich auch geil, aber dann haben wir vielleicht am Schluss zu viele Büchernutzer. Weil wenn der Rest von der Familie noch dazukommt, wir haben momentan eine Camilla, oder? Dann haben wir einen Hayato noch. Danach kommen sicher noch Liu, der kann auch Stäbe nutzen. Bücher natürlich. Elise, wenn sie weiterentwickeln, vielleicht auch. Versteht ihr also, wir haben plötzlich dann zu viele und wir haben plötzlich die Stabnutzer. Und daneben habe ich halt KP auch ein bisschen mehr. Obwohl das aber natürlich schon bei Vermächtnissen gut automatisch genommen. Hier haben wir halt die Wahl. Wie sind die Wachstumswerte? Wäre natürlich auch interessant zu wissen. Obwohl die Fähigkeiten, aber ein bisschen mehr Fähigkeiten noch. Bisschen mehr Glück hätte ich auch. Ja komm, scheiß drauf, machen wir Hoshido. Wir können sonst immer noch wechseln. Aber jetzt wird es Zeit, den Part zu beenden, Freunde, mit diesem epischen Look. Michael ist aufgestiegen! Adliger Hoshido. Mal sehen, was er jetzt alles kann. Und Stimme verwenden. Okay, das kann ich schon mal. Ich blocke den ersten Angriff wieder ab. Dann greife ich natürlich einmal an. Also hier ist ihm noch nicht nötig anzugreifen. Sehr gut. Und ja, wie es weitergeht hier, auf dem Weg nach irgendwie Walla Platz machen und Resoka zu verschonen, das sehen wir wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.